Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Heute fahren wir mit der Deutschen Bahn in einem Alstom Coradia Continental von Karlsruhe nach Heilbronn auf einer neuen Zugverbindung. Die Züge natürlich wie in Baden-Württemberg inzwischen ja üblich im Bewegdesign, das heißt vom Zug her brauchen wir jetzt nichts Neues zu erwarten. Wir schauen ihn uns einmal an. Habe ihn euch an einer anderen Stelle von Baden-Württemberg schon gezeigt und er sieht hier natürlich exakt genauso aus. Eben im Bewegt-Design, also nichts Besonderes. Natürlich auch in der Innenausstattung keine Überraschungen zu erwarten. Wir haben das typische Sitzmuster, die typische Farbgestaltung im Inneren. Sitze haben wir hier die gleichen wie zum Beispiel im Go-Ahead Flirt, also andere als im Talent. Ob die jetzt bequemer oder nicht sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, die haben Vor- und Nachteile, die sich ungefähr ausgleichen. Schön, wir haben große Abstellflächen für Fahrräder oder eben einen Multifunktionsbereich, besser gesagt. Und dann eben aber auch hier viele Reihensitze, nicht immer nur die großen Vierersitzgruppen, die dann wirklich nicht so toll sind, wenn man zum Beispiel alleine unterwegs ist und man sich das dann auf jeden Fall immer mit anderen teilen muss, was eben nicht jeder mag. Da ist auch schön, dass es dann hier die Auswahlmöglichkeit gibt. Und hier vorne haben wir dann die erste Klasse. Ja, auch genauso ausgestattet wie in dem Coradia Continental, den ich euch schon mal vorgestellt habe. Die gefällt mir für Bewegtverhältnisse zumindest relativ gut in einer 2+1 Bestuhlung und auch mit Einzel- und mit Reihensitzen. Das ist etwas, was man bei Bewegt leider sehr selten findet. Dort meistens ja immer nur zwei Vierersitzgruppen. Hier hat man wirklich ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeit und die Ausstattung auch typisch für Bewegt. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im RE45 nach Heilbronn Hauptbahnhof über Karlsruhe-Durlach, Bretten, Gülzhausen, Eppingen und Schwaigern in Württemberg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station, Karlsruhe-Durlach. Aber die Gesamtausstattung wieder typisch für Bewegt. Wir fahren heute mit der neuen Linie RE45 von Karlsruhe nach Heilbronn. Bisher sind auf dieser Strecke ausschließlich die Stadtbahnfahrzeuge der AVG zum Einsatz gekommen, der Stadtbahn Karlsruhe. Da gab es auch schon Expressverbindungen, eben das war ja Teil des Karlsruher Modells, dass hier sowohl Expressverbindungen als auch normale Verbindungen, S-Bahn-Verbindungen unterwegs sind. Alles mit denselben Fahrzeugen gefahren. Das hat sich jetzt 2022 im Dezember mit dem Fahrplanwechsel geändert und eben seitdem kommen hier die Alstom Coradia Continental auf den Expressverbindungen zum Einsatz. Die Einführung dieser neuen Linie hatte auch vergaberechtliche Gründe, durfte also nicht mehr an die AVG vergeben werden, diese neue Verbindung, und deswegen jetzt eben hier diese Züge unterwegs, das heißt für den Fahrgast schon ein Komfort und vor allen Dingen Platzzuwachs, die Züge eine deutlich höhere Kapazität. Das heißt, hier sitzplatzmäßig haben wir auf jeden Fall einen Zugewinn für die Fahrgäste. Auch von der Ausstattung her und vom Komfort her sind die Züge schon bequemer als die Stadtbahnzüge. Zum Beispiel gibt es jetzt eben auch Steckdosen, Tische und so weiter. Und auch die Stadtbahnzüge kommen hier weiterhin zum Einsatz auf den regulären S-Bahn-Verbindungen, fahren diese also auch weiterhin. Nur die Expressverbindungen, die werden eben inzwischen von den Coradia Continental gefahren. Das heißt an und für sich große Vorteile für die Fahrgäste. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Zum einen für einen Regionalexpress halten diese Züge immer noch ziemlich häufig. Das heißt, fühlt sich eher an wie eine Regionalbahn. Das heißt, wir halten auch an einigen kleineren Bahnhöfen zwischendrin. Es gab früher den Kraichgau-Sprinter. Der hat nur 3 bis 4 Zwischenstationen gehabt. Der war auch deutlich schneller als die jetzigen Regionalexpress-Züge. Aber insgesamt sind wir schon deutlich schneller als die Stadtbahnzüge unterwegs. Der zweite Nachteil ist, die Züge enden eben in Heilbronn im Hauptbahnhof und in Karlsruhe im Hauptbahnhof. Das heißt, die Anbindung an die Innenstadt geht verloren. Früher die Expresszüge
der AVG sind dann auch eben in die Innenstadt hineingefahren, beziehungsweise weiter nach Öhringen. Da muss man jetzt inzwischen umsteigen, verliert dadurch Zeit. Das heißt, wenn man zum Beispiel von Karlsruhe nach Öhringen möchte, dann braucht man mit den neuen Expressverbindungen länger als früher. Das heißt, Vor- und Nachteile gibt es, je nachdem, wie man selbst hier unterwegs ist, welche Verbindung man nutzen möchte. Kann es sein, dass es ein Vorteil ist oder ein Nachteil? Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.